So. Wenn Sie im Bundestag Mitglied wären, was würden Sie als erstes verändern wollen? Ja, also diese Frage ist schon mal sehr realistisch, weil wir von den zweiten Scientists for Future möchten gerne demnächst mit Frau Merkel und Minister Spahn und Frau Minister Klöckner in den Ministerien Deutschland reformieren und damit viel Geld generieren und mit diesem vielen Geld sozusagen die Klimaziele mitfinanzieren, aber auch ein Wirtschaftswunder mitfinanzieren. Wir denken immer auch an die Wirtschaft. Ja? Weiter. Wie genau haben Sie denn vor, das ganze Geld zu generieren? Das Erste, anfangen würden wir mit der Kombireform Ernährung, Gesundheit und Pflege. Das würde bedeuten, dass dein Arzt, darf ich du sagen überhaupt, dein Arzt in Zukunft dann am meisten Honorar verdient, wenn du nie krank wirst, weil er durch spaßmachende Gesundheitskurse, Ernährungskurse, Sportkurse und so weiter alles tut, Tanzpartys, Discos, rauchfrei natürlich, alkoholfrei, alles tut, damit ihr gesünder und glücklicher leben könnt, damit ihr keinen Krebs bekommt. Und da kriegt er dann den höchsten Profit. Und das spart schon mal pro Jahr, sagt der Chef des Allgemeinen Deutschen Patientenverbandes, ein Arzt, Christian Zimmermann, 70 Milliarden pro Jahr können wir locker im Gesundheitswesen einsparen. Also Sie haben vor, mit Präventionsmaßnahmen diese ganze Kohle, sage ich jetzt mal, einzuspielen, ja, indem Sie Krankheiten vorbeugen und durch diese Kurse und durch die ganzen Behandlungen, die vor der Krankheit passieren, wollen Sie damit das Geld einnehmen. Und hintenrum, wenn der Patient aber nicht krank ist, dann verdient der Arzt dadurch kein Geld, aber es wird halt vorher dann schon. Nein, der Arzt kriegt tatsächlich Geld von der Krankenkasse ausgeschüttet dafür, dass der Patient nicht krank wird. Also wenn er nicht krank wird, kriegt der Arzt die höchsten Prämienausschüttungen und wenn er häufiger krank wird, kleinere. Weil es wird nicht mehr seine einzelne Leistung bezahlt, sondern es wird die Wirkung seines präventiven Wirkens gemessen. Ja? Also, aber du hast das vollkommen richtig erfasst. Es geht darum, die gesamte Gesellschaft auf Prävention umzustellen. Also das heißt, die Ernährungsreform, mein Supermarkthändler kriegt am meisten Geld, wenn die Kunden, die bei ihm häufig einkaufen, Krankenversicherungseinkaufskarte zum Beispiel, könnte man das machen, ja? Wenn die Kunden, die häufig einkaufen, dort, wenn die typischerweise seltener krank werden als die Kunden eines anderen Marktes, dann kriegt der wieder von den Krankenkassen einen größeren Gewinnzuschlag. Und was wird dann sein Ziel sein? Er verwandelt seinen Markt in einen Gesundheitsmarkt, in eine Art Gesundheitslandschaft mit Gemüse und Obst und mit einer Ernährungsberaterin und so weiter. Und alles versucht euch nicht zu verführen wie bisher zu Coca-Cola und anderen ungesunden Sachen, sondern zu gesunden Sachen. Ja? Und das wird sicherlich dann auch wieder viele Milliarden pro Jahr einsparen. Und die Pflegereform ähnlich. Da wird es so sein, dass der Arzt, dass der Chef eines Pflegeheims wird betrachtet als Hausarzt, versicherungstechnisch. Das heißt, wenn er hilft durch Gesundheitskurse im Heim, Sportkurse, Bewegungskurse, die Alten mobilisiert, wenn er dann, der kriegt dann meisten Geld von den Krankenversicherungen, wenn die Leute, die gesund ins Altenheim gekommen sind, 30 Jahre später immer noch gesund sind und immer noch fit sind. Denn unser Arbeitsziel ist 127 Jahre, Professor Völpel behauptet, er gehört nicht zu uns, behauptet, dass der Mensch genetisch für 127 gesunde Jahre konstruiert sei. Woher wollen denn die Krankenkassen so viel Geld haben, um damit die Ärzte zu finanzieren, mit dem Geld, also das Geld, was die Ärzte bekommen da und die ganzen Supermärkte, wo sollen die Krankenkassen so große Summen herbekommen? Ein Beispiel ist zum Beispiel die Krebserkrankung in Deutschland. Wir haben massenhafte Krebserkrankungen in Deutschland und das kostet uns aber Milliarden jedes Jahr. Frau Professor Michaela Döll, die zu unseren Professoren gehört, sagt als ganz vorsichtige Schätzung, dass wir durch gesunde Ernährung in der Gesellschaft, diese Kombination aus der Hausarzt wird zum Ernährungsberater, der Lebensmittelhändler wird zum Ernährungsberater, das Altenheim wird zum Ernährungscoach und zum Helfer bei gesunder Ernährung und so weiter. Dadurch sind 50% Minimum aller Krebserkrankungen in Deutschland völlig einsparbar.
Das bedeutet, dass wir Milliarden Gelder, die wir im Moment verlieren, jede Firma, die einen Krebskranken hat, verliert Geld. Weil jemand, der ausgebildet wurde, der qualifiziert ist, nicht mehr arbeiten kann, ausfällt und vielleicht sogar jahrelang krankgeschrieben ist. Das kostet die Firmen Milliarden. Ja? Wir verlieren durch Krankheit, die Zahlen sind so, wir verlieren durch Krankheit in der Wirtschaft jedes Jahr. Habt ihr eine Schätzung? 20 Milliarden vielleicht? 118 Milliarden pro Jahr. Allein durch das Thema Krankheit im Betrieb verlieren wir jedes Jahr. Und das würde bedeuten, wenn wir jetzt da am Ende zum Beispiel nur noch 50 Milliarden Verluste haben, haben wir 50 Milliarden plus. Die können wir in die Staatshand nehmen durch eine Sondersteuer. Wir lassen dem Konzern 5% des Zugewinns, ja, des eingesparten Geldes, lassen wir den Konzern als Wirtschaftsförderung, weil die sollen ja zufrieden sein. Die müssen zufrieden sein. Und dann ziehen wir aber 95% der Gendergelder in die Staatshand. Und diese Gelder schicken wir rüber ins Klima und damit können wir dann, sind wir auf dem Kurs, dass wir uns den Luxus erlauben können, diese Klimaziele zu finanzieren. Trotz aller ehrgeizigen, also Kohlestopp 26 ist dann realistisch. Statt 8. Viel mehr investieren. Ja, und vor allem diese eingesparten Gelder, ich war noch nicht fertig. Die zweite Ebene ist, wir waren jetzt so weit gewesen, dass wir die Einsparung auf der Wirtschaftsseite gesehen haben, wenn die Leute nicht mehr krebskrank, wegen Krebskrankheit ausfallen und so weiter. Und dann diese 118 Milliarden Schäden, das ist natürlich nicht nur Krebs, aber vielleicht 30 Milliarden allein durch Krebs erzeugen an Schäden. Und die zweite Geschichte ist ja so. Die Krankenkassen müssen ja all diese sündhaft teuren Krebsmedikamente, da gibt es richtig teure, ja, also diese Krebsmedikamente sind teilweise wahnsinnig teuer, 20.000 für eine Dosis, ja, und diese müssen die ja dann nicht mehr bezahlen. Jetzt könnte aber natürlich, und dieses Geld, was da nicht bezahlt werden muss, stell dir vor, 50% weniger Krebskranke, das heißt Milliarden weniger Ausgaben. Und diese geben wir dann dem Lebensmittelhändler und dem Arzt als Prämienaufschlag. Ja? Für die Gesundheitsförderung. Ist einfach nur eine Umpolung der Gelder. Ja? Und jetzt, was müssen wir aber tun? Könnte nicht sein, dass die Pharmaindustrie jetzt meckert? Das wollte ich gerade sagen, weil wenn die keine Medikamente mehr herstellen können, dann das ist ja das gleiche Problem wie hier mit Kohlestopp, dass da immer das Thema Arbeitsplätze dranhängt. Und es wird ja sehr gerne genommen, vor allem bei uns hier in Deutschland, dass man irgendwelche Unternehmen oder irgendwelche Verfahren ja nicht mehr beenden könnte, weil halt eben so viele Arbeitsplätze dranhängen. Mit der Pharmaindustrie, die würde ja genauso meckern. Und ich glaube, wir haben ja immer noch eine groß genügende Lobby da, die das versuchen würde zu verhindern, oder? Genau. Und deswegen müssen wir die entschädigen. Bei uns ist es so, das Arbeitsamt wird in Zukunft umbenannt als Agentur für Arbeitsplatzwechsel und Entschädigung. Das heißt, zum Beispiel so ein Pharmakonzern ruft bei dem Amt für Entschädigung an und sagt, schicken Sie mal bitte zwei Leute dabei, eine nette Frau und einen netten Herrn. Das sind immer zwei Leute, die sich gegenseitig überwachen, dass sie sich nicht bestechen lassen. Bestechung muss mit 10 Jahren Gefängnis bestraft werden, schon der Versuch. Und dann gehen die dahin und prüfen wirklich die Zahlen, die Fakten und so weiter. Und wenn die jetzt wirklich Not leiden, geben wir denen eine großzügige Entschädigung, weil wenn die Wirtschaft mit uns unzufrieden wird, blockiert sie alles. Das ist Fakt. Das wissen diese jungen Leute von Fridays leider nicht, aber wir wissen das. Ja? Und das bedeutet also, wir müssen, die Entschädigung muss immer Vorrang haben. Das heißt, da werden etliche, und wen müssen wir entschädigen? Die Aktionäre oder die Mitarbeiter? Die müssen wir direkt Geld einsetzen, um die an der Hand zu nehmen. Immer diese zwei Leute oder ein oder zwei Leute kommen hin. Und entweder jemand bei der Pharmaindustrie, aber ich habe noch ein Argument vergessen. In wie vielen Ländern der Erde liefert ein großer Pharmakonzern? In wie vielen Ländern? Keine Ahnung. Wie viele Länder auf der Erde haben wir ungefähr? 15 oder so? Sagen wir doch mal 200. Sagen wir doch einfach mal, ein Pharmakonzern liefert in 200 Länder der Erde. Wenn jetzt in Deutschland der Krebsmarkt einbricht, ein bisschen, dann ist das aber nur ein kleiner Teil dessen, was die auf dem Weltmarkt an diesen Medikamenten absetzen. Und da geht die Dividende der deutschen Aktionäre vielleicht ein bisschen runter.
Und die müssen wir schlimmstenfalls entschädigen, damit die nicht sauer werden. Ja. Denn wenn die sauer werden, ist Schluss. Ja. Ist Schluss mit lustig. Dann sagen die Frau Merkel, Schluss, wir wollen nicht. Hm? Die müssen also auch irgendwie zufrieden sein. Und dafür, aber um die Dividenden zu entschädigen, brauchen wir nur eine begrenzte Zahl an Milliarden und haben noch genügend übrig aus den volkswirtschaftlich insgesamt eingesparten Geldern, um es dann in den Kohlestopp zu stecken. Ja? Da bleibt noch was übrig, und zwar genug. Ja? Und jetzt kommt noch ein Argument. Sie haben doch eben, du hast ganz eben ganz richtig gefragt, mit den Mitarbeitern. Da werden eventuell in der deutschen Produktion, auch wenn es für 200 Länder die Produktion ist, werden einige Mitarbeiter entlassen. Und die nehmen wir dann zum Beispiel, den geben wir direkt einen Job im Arbeitsamt. Dass einer kriegt einen Job im Arbeitsamt und der andere hilft dem Kollegen, einen neuen Arbeitsplatz zu finden. Also unser Prinzip ist nicht mehr wie früher. Man sitzt im Arbeitsamt hinterm Sessel und hinterm Tisch und sagt, ja, ich verwalte gerne Ihre Arbeitslosigkeit. Ja, ich verwalte das gerne und ich bin unheimlich engagiert. Sondern es wird so sein, nur noch Grundgehalt im Arbeitsamt und im Entschädigungsamt. Und wenn jemand einen Job kriegt, dann kriege ich dafür eine Prämie. Wenn der einen gut bezahlten Job 9 Jahre lang hat, kriege ich 9 Jahre lang entsprechende Prämie. Habe ich den nur in einer ehrenamtlichen Einrichtung untergebracht, kriege ich eine kleine Prämie. Versteht ihr? Also immer dann, und dadurch gehen die Arbeitsamtmitarbeiter raus, besuchen euch, ja, oder wenn ihr jetzt arbeitslos wärt, und würden sagen, wir gehen mit euch von Betrieb zu Betrieb und lassen nicht locker, bevor wir das Problem gelöst haben. Klingt das soweit so rund oder eröffnen sich noch Fragen? Ja, also ich habe es im Prinzip eigentlich verstanden, aber sind Sie der Meinung, dass die ganzen Mitarbeiter dann auch wirklich auf Unternehmen aufgeteilt werden, weil teilweise brauchen ja andere Qualifizierungen, weil das ist ja ein ganz anderer Job dann. Und gibt es auch in den Bereichen, die benötigt werden, dann für die ganzen Mitarbeiter auch noch genug Plätze? Ja, das ist sicherlich ein großes Problem, aber ich gehe davon aus, ihr habt schon gehört, dass wir in Deutschland einen eklatanten Fachkräftemangel haben. Das heißt also eigentlich, jeder, der heute denken kann und irgendwie ein bisschen clever ist, wird händeringend gesucht von anderen Teilen der Wirtschaft. Natürlich wird er jetzt nicht die identische Arbeit machen, die er im Labor gemacht hat oder sonst wie, ja? Aber er wird irgendwo in der Wirtschaft, diese Arbeitsamtmitarbeiter werden ja nicht Ruhe geben, bis ja nicht der Arbeitsplatzwechsel gelungen ist. Das heißt, die werden ihn nie allein lassen. Das war der große Fehler unserer Ämter, dass wir die Menschen einfach allein lassen und dann in der Dauerarbeitslosigkeit haben verrotten lassen. Und das wird ja grundsätzlich geändert. Es gibt also nur noch Prämien für Erfolge, Menschen konkret unterzubringen. Ja? Und das führt zu einer völlig neuen Situation, dass nämlich dann ja, sozusagen diese Mitarbeiter vom Arbeitsamt alles tun, um wirklich dafür zu sorgen, dass wirklich jeder unterkommt. Ja, die geben gar einfach keine Ruhe, bevor nicht jemand untergekommen ist. Die wollen sich die Prämie verdienen. Ja? Das Wort Fachkräftemangel beinhaltet ja das Wort Fachkräfte. Und ist jeder Mitarbeiter aus der Pharmaindustrie direkt qualifiziert für so einen Fachkraftjob? Nein, das ist ganz richtig, ganz vernünftige Überlegung. Aber genau das ist der Punkt. Wir müssen uns daran gewöhnen, dass solch ein Übergang Probleme bringt. Aber im Zweifelsfall zahlen wir die Umschulung, aber nicht mit diesen Gammelkursen, die wir vom Arbeitsamt gewohnt sind, sondern die Einbearbeitungszeit. Also ein neuer Betrieb sagt, wir hätten gerne diesen Pharma-Mitarbeiter, der kann aber noch nichts in unserem Bereich. Das würde uns jetzt so und so viel kosten, den geduldig einzuarbeiten, aber der ist clever, der kann das, der kann das, ja. Und dann geht der Arbeitsamtmitarbeiter und sagt, hier, liebe Firma, Sie kriegen von uns 30.000 Euro und Sie machen das. Aber natürlich nicht auf einmal die 30.000, sondern jede Woche für Woche kriegt die Firma Geld dafür, dass sie den am Platz, on the job, auf den Job hin ausbildet. Und nur wenn der Mitarbeiter wirklich zufrieden ist, dann bleibt er dort auch. Ja? Denn Zufriedenheit ist das oberste Gebot bei den Reformen. Also im Grunde ist das jetzt immer noch keine endgültige Lösung, sondern auch nur ein Kompromiss, da die Menschen halt neue Arbeitsplätze brauchen, jetzt beispielsweise aus der Pharmaindustrie und sich auch erst an den neuen Job gewöhnen müssen. Also sie sind in der Pflicht dazu, auch den neuen Job dann anzunehmen, ob sie wollen oder nicht.
und es wird trotzdem Probleme bereiten. Also eine Pflicht, irgendeinen Job anzunehmen, ist nicht dabei. Also die Professoren setzen auf völlige Freiwilligkeit. Es ist so, dass wir viele Leute, die vom Arbeitsamt so lässig betreut werden, so nach dem Motto, ich verwalte sie gerne, ja, dass die oft wirklich in so eine Verweigerungshaltung erst reinkommen, weil sie sich so maßlos ärgern über das Arbeitsamt, wie das mit ihnen umspringt. Und wenn dann aber der Arbeitsamtmitarbeiter wie so ein Freund ist, wie eine Freundin, ja, vielleicht Mann und Frau oder so, also, und die sich wie Freunde verhalten, dann wird also die Lust, wirklich wieder an der Gesellschaft mitzuwirken, wird quasi gar nicht versanden. Also wir gehen, also keine Pflicht, kein Druck. Wir gehen davon aus, dass diese 20 Billionen Euro, die wir in 100 Jahren erwirtschaften wollen, ich habe das vorhin angedeutet, jedes Jahr zwischen 200 und 500 Milliarden plus, dass diese Gelder ausreichen, um so lange und so geduldig auch jemanden im Übergang zu finanzieren und voll zu finanzieren, dass er wirklich zufrieden ist, bis er wieder richtig drin ist. Ist das überhaupt zu bewerkstelligen, so viele Arbeitsamt oder wie Sie es umbenennen wollen, diese ganzen Mitarbeiter da? Agentur für Arbeitsplatzwechsel und Entschädigung. Genau. Ist es überhaupt möglich, so viele Mitarbeiter da reinzukriegen, die auch wirklich die Qualifikation haben? Also freundlich sind, immer zu zweit müssen sie ja sein. Das heißt, es geht ja schon ein großer Teil der Jobs drauf. Ist schon also wenn es um große Konzerne geht, die große Bestechungsgelder zahlen könnten, sollten es immer zu zweit sein. Einzelpersonen kann man auch mit der Einzelbetreuung machen, weil da wahrscheinlich keine Bestechungsgelder dafür fließen. Obwohl, immer wenn ein Risiko irgendwo ist, dann lieber zu zweit. Und zwar ständig wechselnde Leute, denn Bestechung könnte da ein Problem sein. So nach dem Motto, schieb mir doch mal jeden Monat so und so viel Entschädigung rüber, dann gebe ich dir davon so und so viel ab. Ja, das müssen wir verhindern. Ja, Betrug muss verhindert werden. Muss auch streng bestraft werden. Wir brauchen strenge Gesetze da diesbezüglich. Also im Grunde setzen Sie darauf, wirklich die Arbeitsplätze wechseln zu lassen und das mit einer wesentlich besseren Betreuung als jetzt. Und glauben Sie, es werden wirklich alle Mitarbeiter der Pharmaindustrie einen neuen Job dann bekommen? Oder werden immer noch ein paar Tausend zum Beispiel irgendwo sitzen bleiben, weil sie einfach nichts finden, was ihnen wirklich so gefällt oder was, wofür sie qualifiziert sind oder dass irgendeine Firma die haben möchte? Ich glaube, dass jemand, der heutzutage in der Pharmaindustrie, einer der erfolgreichsten Industrien der Welt, arbeitet sozusagen, dass der garantiert unterkommt. Davon gehe ich aus, weil das sind Leute, die sind so qualifiziert. Die haben diesen Job in der Pharmaindustrie gekriegt, weil sie besser waren als 30 andere. Ja? Und dieses wird die gesamte andere Wirtschaft genauso sehen. Die wird sagen, jemand, der qualifizierter ist als 30 andere, auf so jemanden warte ich händeringend. Und wir müssen uns natürlich ein bisschen von der Vorstellung verabschieden, aber das müssen wir schon seit Jahrzehnten, dass wenn ich einmal einen Beruf gelernt habe, dass ich lebenslang das Gleiche mache. Da haben die jungen Leute wieder recht. Es gibt kein Recht auf Kohlebagger fahren, sondern wir müssen alle, es ist ein Übergang der Gesellschaft zu einer gesunden Gesellschaft und da müssen wir alle lernen, neu lernen auch, ja, alle. Bei Ihrer Argumentation haben Sie eben ja gesprochen, dass es immer qualifizierte Mitarbeiter sind. Aber was passiert denn mit den Kleinen, mit den Putzfrauen? Weil ein Pharmakonzern braucht ja immer noch Putzleute zum Beispiel. Also jetzt nur mal, es gibt ja verschiedene, es gibt ja tausende Jobs da und halt sicherlich auch die Putzfrauen, die halt nicht unbedingt qualifiziert sind, aber die würden ja auch ihren Job verlieren dabei. Aber schon, um als Putzfrau in einem Pharmakonzern zu arbeiten, musst du schon zu den Besten gehören zum Beispiel. Ja? Das ist halt ein Beispiel. Aber es ist vollkommen richtig. Aber unser Prinzip ist, jetzt kommen wir zu den nächsten Reformen. Wir haben nämlich dann auch noch die Sozialarbeiterreform und die all diese Sachen. Das heißt, du siehst hier schwierige Menschen, die gerade vom Ordnungsamt kontrolliert werden und die hier, ja, zum Beispiel, da würde es so vorgehen, dass ein Sozialarbeiter dann, nur dann richtige Prämien bekommt, wenn er diese Leute wieder in der Wohnung untergebracht hat und im Leben untergebracht hat. Das heißt, wir lassen niemanden mehr einfach in Ruhe verkommen. Ja? Das ist das Grundprinzip der Gesellschaft. Und das Wohnungsamt wird als eines der wenigen voll ausgebaut. Siehst du da Ordnungsamt wieder, ja? Und so weiter. Und das heißt, das wird so ausgebaut,
dass wir wirklich niemanden mehr einfach sich ruinieren auch lassen. Wir lassen das dann einfach nicht mehr zu. Wenn jemand wirklich darauf besteht, dass er unbedingt im Wald leben will, ohne Kontakt zur Gesellschaft, dann darf er das irgendwo auch machen. Dann muss es aber dafür ein bestimmtes Gebiet geben, wo das möglich ist. Denn der Wald gehört ja auch jemandem. Und wenn der dann abgefackelt wird beim Grillen oder so, dann will ja auch nicht jeder Waldbesitzer. Ne? Aber im Prinzip, ich darf euch zum Schluss vielleicht oder jetzt soweit schon mal sagen, worauf das Ganze am Ende hier auch hinausläuft. Du sollst der Herrscher Deutschlands werden. Und du auch. Wie? Indem wir in Zukunft, das ist die höchste Stufe der Reform, alle eine Wohlfühlnote abgeben. Wir geben ja bei jeder Wahl unsere Stimme ab. Wir können aber auch alle paar Monate mal überlegen, oder wenn es uns gerade schlechter geht, weil wir gerade Krebs bekommen, können wir doch sagen, meine Wohlfühlnote ist jetzt nicht mehr 3 bis 4, sondern die ist jetzt 5. Ja? Oder so. Und diese Wohlfühlnoten kann man Statistik über 80 Millionen Menschen auswerten, außer die kleinen Kinder. Ne? Und damit kriegen wir eine ganz klare Richtung, ob ein Konzern eher Menschen das Wohlbefinden fördert, denn wir bei der Krankenkasse messen wir die Gesundheitskostendaten. Und daraus entwickeln wir die Profite, ja? Errechnen wir die Profite. Und genauso, wir kombinieren das. Die Krankenversicherungen errechnen die Gesundheitskostendaten, Sachen. Und das Statistische Bundes- und Wahlamt Wiesbaden, der Bundeswahlleiter in Wiesbaden, erhebt diese mit aller Zuverlässigkeit einer Wahlstimme, diese Wohlfühlnoten. Und dann werden die Konzerne die größten Profite machen, die besten Wohlfühlnoten generieren und die geringsten Gesundheitskosten. Also Menschen, die nicht krank werden und sich wohlfühlen. Und dadurch wird die Wirtschaft gelenkt, segensreich zu wirken, weil quasi nicht mehr kranke Menschen Profite bringen, sondern gesunde Menschen die Profite bringen. Nicht mehr unglückliche Menschen mehr Konsumsucht an den Tag legen, mehr Alkohol, Zigaretten und Drogen konsumieren und so weiter, Medikamente konsumieren, sondern glückliche Menschen konsumieren weniger, aber dafür gibt es dann mehr Geld, weil sie glücklich sind. Weil das Wirtschaftsziel wird Wohlbefinden, dein Wohlbefinden, mein Wohlbefinden, dein Wohlbefinden und dass wir möglichst nie krank werden. Und das wird das Wirtschaftsziel und Konzernziel. Sie haben eben angesprochen, dass die ganzen Menschen auch eine Wohnung bekommen sollen. Und ja, ein ja. Angenehmes Leben. Was ist jetzt mit dem Wohnungsmangel, den wir aktuell in Deutschland haben? Ja. Da wird es sicherlich auch Probleme geben. Richtig. Richtig. Also ich wiederhole nochmal, also Wohnungsmangel ist klar. Das heißt, dafür brauchen wir diese 19,1 Billionen, die nach dem Klimajahr übrig bleiben. Denn die Professoren haben wirklich erstmal nur 900 Milliarden zugesagt. Mehr wollen sie erstmal dafür nicht geben, weil sie als Wissenschaftler natürlich nicht alles glauben, was alle möglichen Wissenschaftler behaupten. Also sie sagen 900 Milliarden, dann muss erstmal gut sein. Dann schauen wir weiter. Ja? Aber vor allem diese restlichen 19,1 Billionen Euro, mit denen können wir uns den Luxus leisten, wirklich dafür zu sorgen. Ja, das ist schwierig, ich gebe es zu. Aber dass jeder wirklich in der Stadt, in der er möchte, wirklich eine vom Wohnungsamt gestellt, eine Wohnung. Wir wollen übrigens alle Mietwohnungen, die frei werden, nehmen wir in Staatshand. Und zwar so, dass das Wohnungsamt als Mieter auftritt. Also es bleibt ganz normal Vermieter, privater Vermieter. Und Wohnungsamt ist der private Mieter. Der sorgt sich nur darum, denn so einen Problemfall in eine Wohnung zu setzen, kann ja ein ganzes Haus rebellisch machen. Also es muss betreut werden. Und ohne Betreuung geht da gar nichts. Also es muss ja Frieden geschaffen werden in den Häusern. Ich wollte nochmal zurückkommen auf das Thema eben mit Pharmaindustrie. Sie meinten, es gibt, wir hatten jetzt eine Zahl genommen, 200 Länder, in die die Pharmaindustrie auch Sachen liefert. Aber beim Klimaschutz ist es ja ein generelles Problem. Es muss ja jedes Land angehen. Es reicht ja nicht, wenn wir als Deutschland jetzt da Hand anlegen, weil der Rest der Länder, die müssten ja ein ähnliches Konzept bekommen oder so am besten. Oder die müssten halt anders auf die Klimaziele eingehen. Also es bringt ja nichts zu sagen, es gibt ja die anderen Länder, da bleiben dann die Arbeitsplätze quasi und Hauptsache wir in Deutschland haben die Klimaziele. Vollkommen richtig. Das Ganze mit den 900 Milliarden, ich habe vorhin extra gesagt, erstmal reservieren wir 19,1 Billionen
für die Volkswirtschaft, für uns alle. Und 900 Milliarden reservieren wir davon fürs Klima. Quasi die ersten 900 Milliarden minus 5% Wirtschaftsförderung. Das war klar, dass wir die Wirtschaft fördern wollen. Und dass Entschädigung immer vor diesen 900 Milliarden Vorrang hat. Erst die Leute zufrieden machen und entschädigen und dann Klima. Hm? So, und jetzt, wir sind uns alle einig, dass Deutschland einen mikromalen Teil an dem Welt-CO2-Ausstoß hat und so weiter. Ja? Außerdem wird ja überall diskutiert, ob das alles so ist, wie es behauptet wird und so weiter. Ja? Aber entscheidend ist, dass diese Idee von Greta Thunberg nicht ganz verkehrt ist. Wenn Deutschland mit diesen Reformen der zweiten Scientist for Future 2 Initiative Weltrat dieses tolle Wirtschaftswunder schafft, 19,1 Billionen plus, ja, in 100 Jahren, das sieht man ja dann auch in den ersten 10 Jahren, ja, und wenn die alles sehen, Deutschland ist auf einem Goldkurs und die kriegen nebenbei noch das Klima in den Griff, also sondern nur Klimaneutralität in Deutschland in den Griff. Mehr ist es ja nicht. Am weltweiten CO2-Ausstoß fast nichts, ne, wenn Deutschland sich ändert. Fast nichts. Europaweit zumindest ja ein sehr, sehr großer CO2-Emittent. Ja, genau. Also es ist eigentlich vernachlässigbar. Die Wirkung würde darin liegen, dass Deutschland quasi der Welt zeigt, wie durch die Reform der zweiten Scientists for Future 2 Initiative Weltrat, übrigens googeln Weltrat der Weisen, da findet man noch mehr Material über die Professoren, Weltrat der Weisen bei Google, da hat man den Schnellzugriff zu allem. Und dass also diese Reform, dass wenn USA sieht, China, Indien und all die Großemittenten, wenn die sehen, dass Deutschland auf dem Goldkurs und Deutschland immer wieder sagt, Herr Trump, imitieren Sie Deutschland, sonst ziehen wir ihn davon. Weil wir ziehen ihn mit diesen 20 Billionen, 19,1 Billionen, werden wir ihn sonst davonziehen. Imitieren Sie uns, wir kommen auch rüber, beraten Sie, bringen Ihnen das bei. Das können halt leider nur diese 24 Professoren. Mehr haben wir nicht auf der Welt. Mehr haben wir nicht gefunden. Ja, die Professoren haben sich ja untereinander zusammengesucht und haben gesucht, wo sind die Genies in der Welt. Und da haben wir nur wenige gefunden, nur 24. Ja? Und das heißt also, China wird das nachahmen. Die können das ja direkt, die haben ja das Ganze in der Staatshand, die können das viel schneller als wir noch. Die brauchen ja niemanden entschädigen. Ja? Die brauchen ja keine Pharmakonzerne zu entschädigen, die können das einfach verfügen. Dann wird das zwar immer noch kein gesunder Staat werden, ja, weil er nicht demokratisch genug ist und so weiter, aber die können das schnell machen. Und Indien und so weiter, die sollen das imitieren und die Professoren müssen dann halt mal mit dem Segelschiff darüber fahren und die Staaten beraten, ne? Die verschiedenen Staaten beraten. Aber das ist unsere einzige Chance, die wir haben. Und das Traurige ist, dass die jungen Leute leider glauben, sie hätten eine andere Chance, die haben sie aber nicht. Genauso gut könnten sie, wie sie jetzt da sitzen, ihren Kopf gegen diese Betonwand schlagen, es wird sich nichts tun, weil die Minister Geld nicht zaubern können, das können nur die 24 Professoren der zweiten Scientists for Future 2, die können Geld auch nicht herzaubern, sondern nur generieren durch realpolitische Reformen, die übrigens längst überfällig sind. Okay, dann wünsche ich Ihnen auf jeden Fall viel, viel Glück mit dieser, mit den Reformen. Ich hoffe, dass Sie es hinbekommen mit Ihrem Team. Das wäre auf jeden Fall eine sehr gute Maßnahme, sowohl klimapolitisch als auch sozial mit den ganzen Menschen, die da dranhängen, also auch wenn sie die ganzen Leute, die jetzt auf der Straße wohnen, die gar nichts damit zu tun haben, in die Wohnung holen und einen Job. Alle entschädigen. Oder so. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr gut, denke ich mal, für alle. Und deswegen wünsche ich Ihnen einfach viel Glück und bedanke mich für das Interview. Gleichfalls. Ich bedanke mich auch für das Interview. Stopp.